Liebe Freunde, am Montag wird hier im Bundestag ein wichtiger Tag begangen. Es geht um die Feier des 55-jährigen Bestehens des Élysée-Vertrages zwischen Deutschland und Frankreich. Der wird oft im Volksmund Freundschaftsvertrag genannt. Es war faktisch ein Vertrag über die Zusammenarbeit der beiden Länder. Aber wir sind uns einig, dieser war sehr wichtig und hat beide Länder sehr gut zusammengeführt und vorangebracht. Insofern wollen wir das auch gerne feiern. Doch an diesem Montag passiert deutlich mehr. Da soll nämlich eine Resolution vorgestellt werden, die ausgearbeitet wurde von der französischen République en Marche und in Deutschland aus SPD, CDU, FDP und Grünen, die es nicht für nötig hielten, AfD oder Linke einzubinden oder überhaupt zu informieren oder überhaupt die Drucksache vorzulegen. Und diese Resolution hat es in sich. In dieser Resolution wird eben nicht nur erwähnt, wie wichtig die deutsch-französische Zusammenarbeit ist. Da gehen wir mit und wir lieben die deutsch-französische Freundschaft. Sondern dort werden konkrete Ziele gesetzt, um Deutschland und Frankreich zu einem Land zu machen. Hier sollen letztendlich Verträge ausgearbeitet werden, die dazu führen, dass zum Beispiel der Europaausschuss des Parlaments nie mehr alleine tagt, sondern dass zum Beispiel französische Parlamentarier im deutschen Ausschuss sitzen und deutsche Parlamentarier im französischen Ausschuss sitzen. Man will die beiden Parlamente in Paris und Berlin abwechselnd tagen lassen. Es soll hier also eine Vorbereitung geschehen, um Deutschland und Frankreich eben nicht näher zusammenarbeiten zu lassen, sondern zwangs zu vereinigen. Und visionär diese Idee erscheinen mag, so falsch ist sie auch. Denn es handelt sich um zwei miteinander, ja, befreundete und in Frieden lebende Länder. Das ist auch sehr wichtig. Aber es handelt sich eben um zwei auch sehr verschiedene Länder mit unterschiedlichen Strukturen, mit unterschiedlichen Einstellungen, mit unterschiedlichen Sprachen. Und wir wollen das nicht. Wir wollen die Souveränität Deutschlands erhalten und nichts abgeben da an die EU-Ebene oder auch an Frankreich, an irgendeine Art von miteinander koordinierter Zusammenarbeit, die eben weit mehr ist als Zusammenarbeit, sondern Verlust von Souveränität und Vereinheitlichung ohne demokratische Legitimation. Insofern lehnen wir diese Resolution strikt ab und wir lehnen es auch strikt ab, wie hier überhaupt mit uns umgegangen worden ist, dass die anderen Fraktionen eben nicht einmal bekannt gegeben haben, ja, wir machen eine Resolution, dass sie uns nicht einmal den Entwurf zur Kenntnis gegeben haben, sondern dass zum Beispiel ich in den Nachrichten erfuhr, dass die Parlamentarier hier etwas beschließen wollen und ich fiel aus allen Wolken und habe mir gedacht, und wieso weiß ich davon nichts? Ich bin Parlamentarier. Also insofern, das geht überhaupt nicht, wie hier politisch mit uns umgegangen worden ist. Da spielt République en Marche übrigens in Frankreich ganz genauso mit wie SPD, Grüne, FDP und die Union hier in Deutschland. Und hier wird etwas grundsätzlich Falsches auf den Weg gebracht. Wir sind für die deutsch-französische Zusammenarbeit, natürlich. Wir sind für die deutsch-französische Freundschaft, ja. Wir halten diesen Élysée-Vertrag für unglaublich wichtig und finden ihn auch gut. Aber das bedeutet nicht, dass wir demokratische Mitbestimmungsrechte der Bürgerinnen und Bürger hier in Deutschland aushebeln. Das bedeutet nicht, dass wir Souveränität abgeben, sei es an die Europäische Union oder sei es an Frankreich oder irgendein deutsch-französisches Konstrukt. Deutschland muss souverän bleiben. Wir wollen eine Politik für die verschiedenen Länder, die zwar miteinander befreundet sind und in Frieden und mit gutem Handel miteinander zusammenarbeiten, aber eben nicht zusammengeführt werden zu einem Staat.